bin enttäuscht, auf jeden Fall. Und auch die vielfältigen Bestrebungen, auch durch Seiten des DFB, DFL, die durchaus vorhanden sind, führen eben nicht dazu, dass wir ansatzweise eine Eindämmung der Gewalt feststellen, sondern immer wieder neue Formen. Und ich bin auch deswegen enttäuscht, weil selbst einzelne Fußballvereine noch nicht mal bereit sind, die Grundlagen, die DFB, DFL jetzt sozusagen auf den Weg gebracht hat, mit, wenn ich die zu akzeptieren. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder und immer wieder in den Innenministerkonferenzen über Gewalt im Fußball, Gewalt in den Stadien gesprochen. Und deswegen gibt es natürlich eine Karenzgrenze, sage ich mal, in der wir sagen, es ist genügend geredet, wir müssen jetzt Entscheidungen. Dazu zählen solche Fragen. Finanzierung von Polizeieinsätzen im Stadion. Es kann nicht sein, dass nach wie vor bestimmte Dinge wie Pyrotechnik, Abbrennen etc. als Alltagserscheinung auftritt, dass man das zur Choreografie oder Ähnlichem zählt. Das ist eine kriminelle Tat, das ist eine Straftat und dementsprechend müssen wir auch gegen vorgehen. Das ist derzeit spekulativ, welche Folgen es hat, aber ich konnte es in den letzten Tagen schon wieder immer wieder verfolgen. Natürlich hat es möglicherweise zur Folge, dass die Anzahl der Geisterspiele in Deutschland zunimmt und ein normaler Sportfan kann das nicht befürworten. Und ich wünsche mir auch als eine Folge, dass die 99,9%, die als Erlebnis ins Fußballstadion gehen wollen, die nicht gewaltbereit sind, auch die gewaltfreien Fans, die es ja auch gibt, dass die viel mehr Flagge gegen Gewalt zeigen, Gewalt ächten und wir da enger zusammenrücken, damit Fußball wieder das werden kann, was es ist, ein Sporterlebnis.